So, hallo liebe Leute, es geht weiter mit Stardew Valley. Und was haben wir heute vor? Also, haben wir die zweite Frühlingswoche im vierten Jahr? Hallo Tina! Kann man mit dir irgendwas machen? Nee. Okay. Außer Herzchen verteilen. Machen wir das mit Mario auch gleich noch. Nun, da der Winter über ist, vorüber ist, haben wir... Das läuft alles hier. Okay, gut. Haben wir... Lots of productive weather to look forward to. Okay, haben wir eine Menge... Was weiß ich, Wetter vor uns, bei dem wir gut arbeiten können. Ja, stimmt, weil der Winter ja nicht so gut war. Ja, da hast du recht und ich hoffe, du behältst auch recht. Montag, ja, okay. So, jetzt müsste gleich ein Ereignis kommen, das wir da beim letzten Mal ja noch gesehen haben. Oh, Moment, ich wollte ihr doch was schenken, oder? Pintown. Ich muss mal gucken, ich habe hier meine Liste wieder. Maro. Eichenharz. Kiefernteer. Ja, Kiefernteer mag sie. Okay, also dann schenke ich ihr mal den Kiefernteer. Das wollte ich ja sowieso, deswegen hatte ich das noch im Inventar. Guck mal, ich hab da was für dich. Ja, sie freut sich darüber. Ja, schön. Gut. Wie sieht's denn gerade im Keller aus? Ist da schon was fertig? Nein, da ist noch nichts fertig. Okay, gut. Also dann mal raus und ab zu den Tieren. So, ah, jetzt haben wir erst ein Ereignis. Genau, das haben wir ja letztes Mal schon gesehen, abseits der Aufnahme. Oh, da habe ich was gesehen. Hier, die links unten im Bild. Da waren doch die Unimo schon zugange. Aber jetzt haben wir hier was zu lesen. Okay. Hab mal Robin heute Morgen getroffen. Sie hat mir erzählt, dass du eine neue Schleimhütte hast. Nicht schlecht. Ja. Als ich so alt war wie du, habe ich auch Schleime ausgebrütet. Es ist ein großartiges Hobby, aber gefährlich. Ja, okay. Wir werden es sehen. Oh, was denkst du, wie ich dieses Auge verloren habe? Ja, wahrscheinlich dann eben dadurch. Ach so, mach nur Scherze. Okay. Hier, ich habe hier was für dich. Ui, was ist denn das? Ein grünes Schleimei. Aha. Es ist ein Schleimei. Du kannst es in den Schleiminkubator platzieren und es ausbrüten. Nun, pass gut auf das Ei auf. Next time you're out. Slime. Also nächstes Mal, wenn du draußen bist zum Schleim jagen, halte Ausschau nach weiteren Eiern. Sie sind selten, aber Schleime lassen sie von Zeit zu Zeit fallen. Sammle Eier von verschiedenen Schleimen und also um mehr Varietät, mehr Abwechslung, mehr was auch immer, Varietät, ja, in deiner Herde zu haben. Okay, ja, dann müssen wir also auch nochmal in die Höhle und danach gucken. Also, ah, hier, da sind sie ja schon zugange, hier, da sieht man sie. Und wie sie springen. Okay, man kann da durchlaufen. Und die, ja... Die sind noch nicht... Ah, die sind fertig und die werden sie auch gleich einsammeln. Okay. Gut, dann habe ich da mal Trüffel. Na. Und da noch eine Trüffel. So, ansonsten sind die Tiere alle draußen. Dann schaue ich doch gleich mal hier nach. Okay, da ist nicht so viel. Und natürlich keine Hasenpfote, das war ja klar. Nein, nicht essen. Ach so. Hallo, einsammeln. Ach so, das Inventar ist voll. Okay. Ja, das ist auch noch so ein Problem hier mit dem vollen Inventar. Ich muss es erstmal ausleeren. Da habe ich ja noch so viele Sachen zum Verschenken, ne? Ja, was soll ich denn damit machen? Ja, ich muss zum Beispiel nicht so viele Eier da drin haben, ne? Oder nicht so viele unterschiedliche. Und hier von diesen Dingen da brauche ich auch nicht so viele. Also muss ich mal ein bisschen was ablegen. Habe ich denn eigentlich diese Goldsachen noch hier drin? Ja, da habe ich noch was drin. Und das kann man ja auch noch so nach und nach verschenken. Beziehungsweise dann verkaufen. Denn das sollte man ja eher verkaufen. So, dann haben wir hier... Ne, Moment. Ich will...
Ja. Orange. Irgendjemand mochte auch eine Orange, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich pack die jetzt mal raus. So, und das auch. Ich brauche da ja nicht so viele Früchte. Die sind golden, okay. Dann hebe ich die auf und lasse die drin. Gut, und die verkaufe ich hier, da diese hier, Daffodil. Die haben ja gar kein Sternchen, deswegen kommen die mal weg. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz im Inventar, wenn auch nicht viel. Milch kann man auch gut verschenken, ja. Ja, okay. Sind die, ach, die sind auch schon fertig, da guck mal. Und ich kann da wieder was Neues anpflanzen. Was ist das hier eigentlich? Nix. Okay, ja, und also die sammeln das dann und dann kann ich das hier rausnehmen. Da war Kartoffeln, okay, ja, soll jetzt erstmal da drin bleiben. Gut, mal weiter jetzt hier dran. Die Kühe fragen sich auch schon, wo ich bleibe. Ja, ich komme ja bald. Was, schon wieder voll? Ach nö, echt jetzt? Nee, war nur zu weit weg. So, okay, dann behalte ich die Eier mal wieder. Aber Moment, ich habe doch Tuch hier. Ja, Wolle hier. Mochte jemand Wolle? Ja, weiß ich jetzt nicht. Doch, hier. Sandy mochte Wolle. Ja, da muss ich erstmal hinkommen. Also leider keine Hasenpfote. Gut, dann, ja, gut. Ich kann auch nicht mal den Eimer in die Hand nehmen. Oder ins Inventar. Gehen wir also erstmal dahin. Dann schauen wir uns das mal an. Aha, okay. Einfach ein großer leerer Raum. Dann, das ist der Inkubator. Ja, da kann man da reinstecken. Moment, erstmal nicht, dass ich Mist damit mache. Nö, da ist nix. Okay, gut. Ja, dann steckt mir das Ei da mal in den Inkubator. Mal schauen, was dann da rauskommt. Ansonsten ist das einfach nur eine große Fläche. Okay, mal abwarten, was daraus wird. Wie sieht's denn eigentlich da drin aus? Ja, die Kühe müssen... Oh, da habe ich ja ganz schön abgeerntet. Die müssen eben noch ein bisschen warten. Das Inventar ist einfach so voll. Ja, ach, was mache ich denn da? Die Trüffel kann ich zum Beispiel mal wegnehmen. Die finden sich auch Leute, die gerne mögen. Denke ich mal, aber ja. Wir haben diese Woche auch noch irgendwann ein Fest. Ach so, hier, einfach da rein damit. Was haben wir denn noch hier, was raus kann? Das Ei hier kann zum Beispiel raus. Und das da auch. Die Wolle haue ich jetzt auch weg. Ja, komm. Ich kann Sandy auch was anderes schenken. Dann haben wir das Ei. Komm, dann ist ein Inventarplatz frei. Obst und so weiter haben wir. Zwei. Ja, komm, das weg. Und das da? Spicy Berry. Das mag aber auch nicht jeder, oder? Weiß ich jetzt nicht. Naja, egal. So, jetzt habe ich wieder ein paar Plätze frei. Dann kann ich mich jetzt endlich mal um das Großvieh kümmern. Wird ja auch mal Zeit. So, erstmal den Eimer. Ach, da haben wir noch Käse. Ja gut, ich mache mal erstmal das hier, noch ein bisschen Platz schaffen. Also die Milch kann ich ja am besten verschenken. Die Ziegenmilch allerdings besser nicht. Da mache ich Käse draus. Irgendjemand mochte Käse. Ich glaube, das war Robin sogar. Ja, ich will doch da an die Kuh dran. So. Okay, sehr gut. Jetzt gehe ich nochmal zu der Kuh hier. Ja, die Ziege auch. Okay, wunderbar. Jetzt fehlt nur noch diese Ziege da. Das hat sich aber mal richtig gelohnt hier. Okay, so, also zweimal. Nee, da ist ja schon was dran. Okay. Das einsammeln, einmal wieder zurück. Aber Moment, wir haben noch Milch hier, genau. Ich will nur die gute Milch verschenken. So, Moment. Die ist ja nicht jetzt gerade so gut. Hat ja gar kein Sternchen, deswegen packe ich die da rein. Okay. Ja, gut. So, oh Moment, Tor aufmachen, damit ihr auch raus könnt. Das ist wichtig. Okay, und jetzt haben wir hier das alles frei und können schon wieder neu anpflanzen. Ah, und das ist ihnen zu weit weg hier. Deswegen gehen die da nicht hin. Ich habe gelesen, dass sie im Umkreis von 17 Feldern das machen. Das ist also mit Durchmesser. Da war der Durchmesser gemeint und nicht der Radius. Ja,
Da kommen sie noch hin. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, und dann in der Mitte ist das 9. Okay. Dann wäre es sinnvoll, das Ding in der Mitte zu pflanzen. Oder noch eins daneben, irgendwie so dahin. Naja, oder wir müssen das eben von Hand machen. Habe ich noch Platz? Ja, Platz. Dann machen wir das eben mal. Ist ja alles fertig. Ja gut, es ist. Wir haben am ersten Tag, glaube ich, noch angepflanzt. Da darf auch was fertig sein jetzt. Okay, so. Ja, dann würde ich sagen, gleich mal Inventar wieder ausleeren. Und zwar dies und das. Und den Rest heben wir mal auf. Für die Kisten. Ja, ich weiß, da ist noch ein Brief, um den kümmere ich mich gleich. Jetzt muss ich erstmal Rare Seed. Aha. Packen wir ins Gewächshaus. Die wollte ich jetzt auch mal. Aber da, glaube ich, helfen uns die Junimond nicht, oder? Bei diesen Dingern da. Ist mir egal, ich will die jetzt anpflanzen. So, ich nehme jetzt auch mal die mit. Okay. Ja, doch, wenn wir schon hier sind, machen wir gleich mal hier weiter. Wenn die uns da sowieso nicht helfen, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber ich meine, das gelesen zu haben. Und dann setze ich die jetzt einfach mal dahin. So, da und da. Denn das muss ich ja sowieso selbst abernten. Bleibt immer noch was übrig. Ja, das finde ich schade, dass die... Naja, gut. Dass man das in die Mitte da reinsetzen muss. Okay, das war's. Dann machen wir weiter hiermit. Nochmal Grünkohl anpflanzen. So. Das war's auch. Okay. Dann, wo war das andere? Hier. Was war Cauliflower nochmal? Blumenkohl doch, oder? Ich meine, Blumenkohl war das. Ja, bin ich mir nicht sicher, aber ist auch egal. Ich glaube schon. Es sieht auf jeden Fall nach Blumenkohl aus und jetzt haben wir gar nichts mehr. Aha. Okay, gut. Dann lassen wir das eben mal. Kann ich noch was im Supermarkt einkaufen? Oh, da will ich mal... Das will ich ausprobieren. Schnell hinreiten. Ach, Moment, ich kann ja... Ich kann ja da gucken, wo ist denn der Supermarkt? Harvey's Klinik, okay. Pierre. Bis 6 Uhr. Mittwochs geschlossen, ja. Nee, ich glaube, das ist jetzt rund um die Uhr auf. Weil ja der andere Supermarkt zu hat. Ja, ich meine schon. Aber egal. So, vielleicht können wir gleich ein paar Geschenke verteilen. Was mag denn Pierre? Eier, Milch, Daffodil, Dandelion. Eier haben wir doch auch mit. So, ach ja, ich wollte noch mal schauen, wann denn das Fest am Samstag ist, das Eierfest. Okay. Zwei Leute haben Geburtstag diese Woche. Oh, Moment, da haben wir doch Lea. Was kann man Lea schenken? Ziegenkäse. Ach, Lea war das mit dem Ziegenkäse. Okay. Ziegenkäse habe ich doch hier. Okay, jetzt nicht gerade den besten, aber egal. Okay, schön. Und Eier für... Habe ich ein goldenes Ei? Doch, da, ein goldenes Ei. Pierre. Moment, ich muss mal schauen. Ja, der mag aber auch Milch. Da kann ich ihm auch eine Milch schenken. Denn es gibt so viele andere, die Eier mögen. Okay. Vielleicht nicht gerade das beste Geschenk gewesen, aber macht nix. So, ich will was kaufen. Und zwar nochmal dies hier. Ja, ich habe klar auf die Umschalttaste gedrückt. Kartoffeln haben wir ja auch schon angepflanzt. Ja, ich nehme nochmal das da. Das wird jetzt so ein bisschen eintönig, aber das gibt eben am meisten. So, gut. Soll das mal genug sein. Wie sieht's jetzt mit den Kartoffeln? Oh, Moment, halt. Da ist doch die grünhaarige war Caroline. Die mag gerne Summer Spangle und Daffodil. Daffodil, Summer Spangle. Nee, haben wir nicht. Das auch nicht. Daffodil, hier. So. Ja, ich bin mir sicher. Und hier haben wir den Alex. Oder ist das der Alex? Der mit dem dunklen Haaren. Jetzt muss ich aber nachschauen. Moment, halt, nein. Ich will ihm erstmal noch nichts schenken. Ja, das ist der Alex. Du warst der größte Star im Quarterback in der High School. Ja, gut. Nee, wusste ich nicht.
Also nochmal, Alex. Der mag Eier. Ach so, stimmt, Eier. Dann habe ich hier gleich was für dich. Eier enthalten natürlich viel Eiweiß. Das ist gut für den Muskelaufbau. So, jetzt aber, ach, kommt noch jemand. Das ist Abby, Moment. Abby mag gerne Amethyst, Kürbis, Quarz. Ah, ich habe doch, Amethyst habe ich doch nicht mit, aber Quarz. Kriegt sie mal Quarz. Halt, bevor du reingehst. Was, hungrig? Willst du das aufessen? Meinetwegen. Gut, ich würde das eher nicht machen, aber... okay, oh, da ist Harvey. Harvey, ich habe wieder was im Hals. Lea, habe ich gerade was geschenkt? Oh, Daffodil muss ich gleich mal einsammeln. Moment mal. So, und jetzt eben Kaffee für... für Harvey. So, ja, wieder ein Geschenk verteilt. Lea hat man gerade, okay. Da unten war Kent. Aber ich glaube, Kent... Ja, jetzt ist er weg. Okay, ich muss wieder anpflanzen. Ach nee, das ist ja wieder verkehrt. Muss er da außen rum. Oh, da ist Pam. Moment, halt, warte mal. Pam, was mag Pam denn gerne? Ja, Bier und Alkohol, aber... das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ja, genau, das will ich ja auch gar nicht schenken. Hier, ich schenke ihr... sowas da. Eine Frucht. Moment, warte mal. So. Ja, wie sie sich freut. Ja, das ist schön. So, jetzt aber zurück zum Feld. Oder läuft mir noch jemand über den Weg? Nee, sieht gerade nicht so aus. Ja, zu Sandy kann ich jetzt natürlich auch nicht mehr fahren. Ach, da war ja noch der Brief, genau. Und das hier, die Kartoffeln, die sind dann noch lange nicht fertig. Na gut. So, wir haben ja hier mit Blumenkohl angefangen, dann machen wir das auch weiter. So, jetzt aber, haben wir alles. Dann will ich gleich nochmal ins Gewächshaus gehen. Da gibt es ja auch noch so einiges zu tun. Also erstmal das raus und das raus. Okay. Ja. Und dann noch den Brief lesen. Ja, alles der Reihe nach. Kriegen wir alles noch hin heute? So, ich habe hier was zum Einsammeln. Das ist auch reif jetzt. Ach, da muss ich... Oh, nee, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ach, okay. Ja, nutzt alles nix. Dann soll ich die besser stehen lassen, hier, die Dinge. Jetzt muss ich das alles wieder neu machen. Tja, ist eben so. Mach mal eben. Okay. Geht ja schon mal gut voran. Da noch. Okay. Und jetzt kann ich von hier unten... Ja, bis da ganz oben brauche ich doch sowieso nicht, oder? Ah, Moment, halt. Hier. Das dürfte eigentlich schon genug sein hier. Ich glaube, so ist das einfacher. So, und da oben noch. Und hier noch eine Reihe. Okay, jetzt habe ich das ausgelassen. So, da noch, da noch. Da oben doch nicht, da unten. Okay, funktioniert. Wenn auch nicht so gut. Ja, das ist immer... Ja, okay. Bis man da mal das richtige Feld erwischt, wo man dann stehen muss und wo man dann hinhaut. Das werde ich wohl nie lernen in Stardew Valley. Aber na gut, macht ja nichts. Oh nein, das war verkehrt. Wo ist er denn? Hier. Da ist der Sprinkler. Setzen wir ihn doch gleich wieder hin. Und zwar dahin. So. Da noch zu. Und jetzt habe ich da nicht genug zum Anpflanzen. Und da vergeht wieder alles. Nee, das wird schon. Ach nee, Moment, da ist ein Sprinkler. Dann kann ich da ja nicht. So. Ach, jetzt habe ich die Fackel weggehauen. Moment. Ja, ich setze die Fackel eben wieder hin. Da, dahin. Ach so, Harke wieder in die Hand nehmen. Oh, so, endlich geschafft. Okay, dann, was haben wir denn da zum Anpflanzen?
Rare Seed, genau. Und, das auch. Gut, machen wir, nee, das sollte eigentlich da nicht hin. Wollte Platz machen. Nein, auch nicht. So, diese hier. Und die will ich da oben hin pflanzen. Ja, wo sie eben gerade Platz haben. Das und das und den anderen dorthin. So, und den Rest kann ich hiermit wieder voll machen. Dann könnten wir vielleicht doch noch so ein Junimo-Häuschen bauen. Da habe ich einen vergessen. Ich habe da ja Unmengen eingekauft davon. Das war doch bei Sandy, oder? Die hat doch diese Dinger. Ich meine schon. Oh, das da oben wird vergehen. Da wächst ja nichts. Da kommt ja gar kein Wasser hin. Naja, dann kann ich das wieder wegmachen? Ich meine schon. So, erstmal hier überall noch was hin. Da fehlt noch was und da fehlt noch was. Und da vorne fehlt auch noch was. Ansonsten ist überall... Oh, nee, da noch nicht. Nee, mit der Axt. Mit der Axt geht's. Okay. Ich glaube, ich habe überall was. Dann kann das wieder weg. Und ich bin auch hier fertig. So, jetzt lesen wir mal den Brief. Oh, es ist auch schon ziemlich spät geworden. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Okay, machen wir den Stall zu und dann... Trümpfe noch einsammeln, ja. So, dann hauen die morgen früh nicht gleich ab und ich kann sie alle melken. Ja, zumindest die, die gemolken werden sollen. Ach, der wieder. So. Das würde ich gerne wieder ausschalten. So, Kent hat mir eine Bombe geschickt. Okay, ja, gut. Er hat Staub gewischt. Im Geräteschuppen. Und hat die Bombe gefunden. Ja, okay, gut, dann ja, es ist Zeit. Gehen wir ins Bett. Oder, Moment, ich kann ja noch was in die Kiste stecken. So, die Kaffeebohnen. Ja, ach, die auch. Ja, komm, einfach weg damit. Lauch, ja, den brauchen wir noch. Was ist denn das? Das ist Ziegenkäse, okay. Den hebe ich auch auf. Ja, das ist normaler Käse. Der kann also weg und Mayonnaise kann auch weg. Okay. Gut. Ach komm, jetzt ein bisschen Zeit habe ich noch. Da bringe ich eben noch die Bombe weg. Oh, und die Trüffel könnte ich ja auch wegbringen. Nee, da nicht. Da waren ja die Mineralien. So, da, die Bombe. Und ich habe bemerkt, dass ich ja keine Amethyst mehr habe. Deswegen will ich mir ein paar einstecken, aber ich müsste die irgendwo haben. Die Trüffel packe ich jetzt mal... Ach komm, die... packe ich in die Verkaufskiste. Der Tag ist schwer so lang. So, hier müssten doch jetzt Amethysten sein, aber nee, das sind keine. Und da in der Kiste... Aha, da sind sie ja. Jetzt habe ich 14 Stück, okay. Das ist ziemlich viel. Da habe ich auch so viele Sachen noch... Pack mal das hier rein und ja, das auch mal. Ja, und jetzt muss ich ins Bett. Endlich mal. So, also los. Ja, ich bin ja schon müde. Morgen hat niemand Geburtstag, so wie ich weiß. Am Mittwoch hat Vincent Geburtstag. Okay, am Mittwoch erst. So, ab ins Bett. Gute Nacht. Unsere Einnahmen dürfen nicht allzu hoch sein, aber das ist ja egal. Ach doch, 12.300. Ja, das ist schon ordentlich. Da ist so viel. Ja, okay, egal.